Die Zweifel, ob Sie für dieses Kunstwerk wirklich so viel Geld ausgeben sollten, können wir Ihnen nicht nehmen. Ob Ihre Daten bei Online-Zahlungen in guten Händen sind, schon. Sicher online zahlen ist einfach. Mit PayDirect, dem neuen Service Ihres Sparkassen-Girokontos. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich unseres Spiels gegen den 1. FC Saarbrücken am Samstag hier im Sparkassen-Stadion. 14 Uhr. Mehr Spitzenspiel geht eigentlich gar nicht. Der erste gegen den zweiten. Und so drückt sich das auch so ein bisschen in dem Rang auf Karten aus. Das heißt, früh anreisen, das ist die große Botschaft. Möglichst öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Und das Stadion ist auch schon 2 Stunden vorher geöffnet, also 2 Stunden vor Spielbeginn. Also sehr, sehr rechtzeitig anreisen oder vielleicht jetzt noch schnell Karten sichern am Fanshop oder auch online. Das wäre, denke ich, sehr, sehr hilfreich. Auf jeden Fall, das kann man schon mal sagen, werden wir es schaffen, den Ligarekord zu reißen. Der liegt bei 8.400 und wir bewegen uns eigentlich auf eine 5-stellige Zuschauerzahl zu. Insofern wird das eine tolle Geschichte werden. Ja, ich darf begrüßen Serkan Gürcan hier bei uns. Hallo. Und den Cheftrainer Olli Reck. Hallo. Ich denke, ihr freut euch auch auf eine große Kulisse und vielleicht habt ihr euch auch schon so ein bisschen etwas vorgenommen. Ja klar, ich meine, wir sind zu Hause umgeschlagen, 7 Spiele gewonnen und ja, wir freuen uns jetzt auf Samstag. Und du hast ja eine besondere Verbindung hier zu diesem Spiel, könnte ich mir vorstellen, denn da waren ja auch 2 Jahre in Saarbrücken in deiner Vita zu lesen. Ja, das war im Jahr 2013. 1,5 Jahre war ich da und ja, war eine schöne Zeit, aber die ist jetzt auch vorbei. Jetzt ist die noch schönere Zeit, nämlich beim UFC. Genau. Das ist natürlich was Schönes, gegen den Ex-Club zu spielen, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Zuletzt hat es ja nicht ganz so geklappt, was das Ergebnis angeht. Wie ist da so die Stimmung bei euch im Team? Ja, die Stimmung ist noch gut. Also, warum sollte die schlecht sein? Ich bin in Mannheim, ja, wir haben das Spiel auch gut analysiert und die guten und die schlechten Szenen sind mir durchgegangen und ja, das ist jetzt auch für mich persönlich auch abgehakt. Wir schauen jetzt an auf Samstag und ja. Ja, Serkan hat schon gesagt, Stimmung ist nach wie vor gut, dann will man natürlich hier die Heimserie weiter ausbauen. 7 Spiele, 7 Siege, besser geht's nicht. No. Das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn man da nochmal 3 Jahre drauflegen könnte. Ja, die Tabelle verspricht dir, dass es ein Top-Spiel ist. Das ist es, glaube ich, auch mit den 2 Mannschaften, die bis jetzt in dieser Liga überzeugt haben, aber andere auch. Und es wird ein hochinteressantes Spiel gegen eine Mannschaft, die eigentlich alles das, was man vor der Saison gesagt hat, auch bestätigt hat in den ersten 15 Spielen. Eine sehr, sehr gute Mannschaft, die sehr, sehr gut verstärkt wurde mit Dausch. Mit jenigen, die aus der 3. Liga gekommen sind, mit Spielern, die wirklich Erfahrung haben, die auch diese Liga genau kennen und eine sehr erfahrene, robuste Mannschaft, vorne mit den 2 Stürmern, Behrens und Schmidt, muss man ja gar nicht mehr viel sagen, die Zahlen sprechen ja schon für sich und wir wissen, dass wir in diesem Spiel alles abrufen müssen, um noch zu bestehen können, das ist klar, es ist schön, dass wir zu Hause spielen, unser Publikum hinter uns haben, das hilft natürlich, aber schlussendlich müssen wir auf dem Platz erledigen, ne? ohne dass wir alles geben, alles reinpacken in dieses Spiel, taktisch alles das genauso spielen müssen, dass es dem Gegner schwerfällt, heute das Spiel zu gewinnen, wird das nicht funktionieren. Also wir müssen schon in dieses Spiel alles reinpacken. Ich kann an dieser Stelle auch sagen, dass der Hessische Rundfunk im Hessenfernsehen das Spiel live übertragen wird. Der Saarländische Rundfunk schließt sich an, also es wird im Fernsehen zu sehen sein. Deswegen auch nochmal die Frage, wie wichtig ist das, dass auch wirklich jetzt der letzte UFC-Fan hier im Stadion ist? Ja, es ist ja ein Top-Spiel. Ne? Es ist Samstagmittag, 14 Uhr ist eine Zeit,
wo man auch wirklich das Spiel besuchen kann. Natürlich freuen wir uns über jeden Zuschauer, aber das war in der Vergangenheit so, das wird auch immer so sein. Die besondere Atmosphäre wird es auch ausmachen am Samstag. Es ist einfach so, es ist ein Spiel, das alle mitnimmt, alle in den Bann zieht. Das ist auch toll, das ist eine schöne Geschichte. Nur wir müssen uns auf das reine Spiel konzentrieren, auf den Gegner konzentrieren. Und das, was wir richtig machen müssen in diesem Spiel, ist einfach, dass wir in beide Richtungen gut arbeiten müssen. Das heißt, dass wir nach vorne unseren Fußball spielen müssen, Torgefährlichkeit entwickeln müssen, aber auch die Defensive nicht außer Acht lassen müssen. Das ist keine Frage. Zuletzt musstest du ja auf einige Akteure verzichten, Serkan Ferah zum Beispiel. Wie sieht es da jetzt aktuell aus? Ja, Serkan war ja gesperrt, der konnte wieder dabei sein am Wochenende. Es ist so, dass Jabtavishi nicht dabei war im letzten Spiel in Mannheim und wir hoffen, dass er am Samstag spielen kann. Schlussendlich kann ich es noch nicht sagen. Hat gestern trainiert, wird auch heute ganz normal trainieren. Wir sind da auf einem guten Weg, so würde ich es noch beschreiben. Aber schlussendlich sind auch noch ein paar Stunden hin bis zum Anpfiff. Wer definitiv ausfallen wird, ist Niklas Rechtzirpel, der leider im Krankenhaus liegt. Kollegen von der Offenbach Post haben das ja heute schon richtig aufgenommen. Das ist so, dass der Niklas stationär aufgenommen wurde im Krankenhaus, hat ein Magengeschwür gehabt. Also wir wünschen ihm, dass er so schnell wie möglich wieder bei uns ist und dass die Sache jetzt erstmal glimpflich ausgegangen ist für ihn, dass das auch frühzeitig erkannt wurde. Und jetzt geht es darum, wieder so schnell wie möglich Anschluss zu gewinnen. Aber alle sonst verfügbaren Spieler, bis auf Dennis Schulte, der ja noch verletzt ist, sind alle im Trainingsbetrieb. Ja, das ist erstmal schon mal ein gutes Zeichen und wichtig auch im Hinblick aufs Wochenende. Und da wünschen wir uns auch, dass es genau so bleibt am Samstag. Ja, vielen Dank erstmal für die ersten Statements. Ihre Fragen bitte. Christian? Frage an Oliver Reck. Ihre Herangehensweise ist ja normalerweise bei Heimspielen oder insgesamt, dass Sie sagen, Heimspiele, logisch, die wollen wir gewinnen. Und insgesamt ist unser Tenor, dass wir uns nicht so sehr nach dem... Stopp, wir wollen jedes Spiel, nicht nur zu Hause. Noch besser. Und der Tenor, dass Sie sagen, Sie wollen sich nicht so sehr nach dem Gegner richten, sondern Ihr Spiel durchbringen. Ist das bei dem Spiel jetzt gegen Saarbrücken wieder die gleiche Vorgabe oder muss man da, weil man sagt, das ist wirklich eine Top-Mannschaft, ein bisschen anders agieren? Wir werden versuchen, unsere Art Fußball zu spielen, auch in diesem Spiel rüberzukriegen. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht versuchen, weil es gegen diese Mannschaft aus dieser Liga geht, irgendwas groß zu verändern in unserem Spiel. Ich glaube, auch wenn wir die zwei letzten Spiele nicht erfolgreich bestritten haben, was das Ergebnis betrifft, haben wir in der Handlungsweise doch einiges richtig gemacht, auch wenn das Ergebnis es nicht ausgedrückt hat. Und wir sollten versuchen, genau das weiterzuführen. Also es ändert nicht an unserer Spielart, ne, dass wir versuchen müssen, natürlich defensiv gut organisiert zu stehen. Das ist keine Frage, das ist eigentlich in jedem Spiel wichtig. Ob es gegen eine Mannschaft, die vielleicht weiter unten angesiedelt ist, aber auch gegen eine Top-Mannschaft ist, das sollte man nicht verändern. Aber schlussendlich geht es darum, Tore zu erzielen, nach vorne zu spielen, den Gegner zu beschäftigen, wie vielleicht auch nochmal für die eine oder andere Situation zu stellen, die schwierig für sie erscheint. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nach beiden Seiten alles abrufen müssen in diesem Spiel. Und dann endet es auch nicht, gegen wen wir spielen. Also insofern auch keine neue Situation, dass man jetzt vielleicht sogar auch sagen würde, aufgrund des Trends oder aufgrund der Masse an guten Spielern dieser Brücken hat, dass es vielleicht eine Situation ist, in der der Gegner leicht favorisiert wäre oder so? Ja, die Tabellensituation muss ich Ihnen ja nicht erklären, natürlich. Dass es eine Top-Mannschaft ist, ist keine Frage. Aber wir sollten unsere Art Fußball zu spielen, egal ob es gegen Saarbrücken ist oder ist es gegen Stadt Allendorf, FSV Frankfurt, Hessen-Kassel, das ist völlig egal. Also man muss ja seine Art trotzdem versuchen, auf den Platz zu kriegen. Aber ist natürlich wohl was anderes, sich immer wieder auf die einzelnen Spielen drauf einzulassen. Da werden wir der Mannschaft wie immer das Nötige mitgeben, an die Hand zu geben. Ne? Also es ist klar, dass man gegen Patrick Schmidt anders verteidigen muss, wie jetzt vielleicht im letzten Spiel. Ich nenne jetzt mal einen Namen, Ivana. Ne? Also von daher ist es da schon wichtig, auch immer auf die einzelnen Positionen einzugehen. Aber unsere Art, wie wir spielen wollen, wird sich nicht grundsätzlich verändern. Gibt es weitere Fragen? Nochmal? Ja, Frage an Serkan Gülcan. Wenn es so
als Defensivspieler vermutlich angesprochen, weiß er nicht, vielleicht auch rechtsoffensiv, muss man abwarten, aber wenn jetzt da sowas auf einen zukommt, so eine Offensive, wo man fast jede Woche die Zeitung aufschlägt und sie immer bei den Torschützen, entweder Behrens oder Schmidt, tauchen permanent auf, ist das was einen in einer gewissen Form beeindruckt, was man wahrnimmt, wie geht man damit um? Nee, ich glaube nicht. Ich finde nur, wenn jetzt zwei Stürmer auf dem Spielfeld sind, die viele Tore schießen, dann reizt mich das noch mehr, die zu verteidigen. Also klar sind das gute Spiele, aber ich finde, dass in der Liga schon auch andere gute Stürmer gibt. Deswegen interessiert mich das nicht. Es wird noch fleißig geschrieben. Sollen wir noch ein bisschen warten? Gibt es noch Fragen? Ja. Ja, eine Frage noch zu der Personalie Dennis Schulte, wollte ich nochmal nachhaken. Also er war, glaube ich, vor dem Koblenz-Spiel hat er gesagt, er hat es versucht, es hat nicht ganz gereicht und war beim nächsten Spiel auf der Bank, dann wird zuletzt wieder draußen. Was ist da? Kann man das ein bisschen konkreter sagen? Eine Muskelgeschichte. Ne? Er hat gedacht, er hat es schon überstanden, aber dann war es da nicht so. Dann hat er nochmal einen kleinen Rückschlag gekriegt, aber Das passiert. Er wird sehr wahrscheinlich für die nächsten zwei Spiele jetzt noch ausfallen, wird dann aber wieder Anlauf nehmen und ist in den letzten Spielen in diesem Jahr dabei. Und es ist aber so, dass diese Position, der mich begleitet, sehr link hinten, wir genügend Personal haben, um diese Position aufzufangen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt eigentlich unvorbereitet sind. Ne? Wir haben ja jetzt mit der Luca den noch einen Spieler dazugenommen, der auch diese Position spielen könnte. Christos, wir haben Theo. Also wir haben diese Position links hinten oder linke Defensivseite eigentlich ganz gut abgedeckt. Theo hatte jetzt einen Kurzeinsatz gehabt. Wie weit ist er, kann man schon sagen? Er ist voll belastbar und hätte auch nicht gespielt gegen Waldhofmann in den letzten Minuten. Also wir haben uns da auch noch was erwünscht, dass er vielleicht die eine andere Flanke noch bringt. Unglücklich, dass gerade vor seiner Einwechslung das 0-2 fällt. Das war natürlich schade. Bitteschön. Direkt zu Dirk Lottner. Gibt's da, man kennt sich ja aus den Bundesliga-Zeiten, wie ist das Verhältnis? Positiv. Also guter Kollege, mit dem man immer nett und gut plaudern kann. Der möchte wie wir, glaube ich, auch 3 Punkte am Samstag. So geht er auch in dieses Spiel rein. Aber schlussendlich ein Kollege, den ich schätze, den ich auch mag als Typ. Und ist ein Kölscher Jung, der im Rheinland aufgewachsen ist und das Herz an der richtigen Stelle trägt. Aber es ist nicht mehr, irgendwie, dass man mal telefoniert vom Spiel, oder? Nein, das machen wir nicht, aber wir werden uns wie immer austauschen, wenn wir uns sehen und immer wieder austauschen. Das ist auf einem sehr, sehr guten Niveau, glaube ich. Und wir haben ja lange und oft gegeneinander gespielt. Jetzt ist es so, dass wir wieder gegeneinander arbeiten, aber als Trainer ist eine andere Herangehensweise. Aber ich schätze ihn als Trainer und als Mensch. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann freuen wir uns auf eine ganz tolle große Kulisse hier am Samstag um 14 Uhr. Und noch gibt es Tickets, also da nochmal der Appell, hier dabei zu sein, live im Spandauer-Kessen-Stadion. Dankeschön.